Du interessierst dich für einen leistungsstarken Speicher für die Photovoltaikanlage mit Ersatzstrom, mit der Möglichkeit, bidirektional dein Auto zu laden und ordentlich Leistung? Dann bist du jetzt hier richtig. Ich spreche mit André über den SiG Energy Speicher Siegenstor. Viel Spaß, los geht's. André, vielen Dank für die Einladung und dass wir hier mal dein System angucken können. Sehr gerne. Weil das SiG Energy System ist neu am Markt und du bist einer der ersten, die ich kenne jedenfalls, die es installiert haben. Und da möchte ich natürlich für die Zuschauerinnen und Zuschauer auch mal ein paar Fragen stellen. Ja, warum hast du dich dafür entschieden? Wie zufrieden bist du vor allen Dingen mit der Installation? Sie ist auch noch recht frisch, glaube ich. Und was kann das System alles? Und da gehen wir jetzt mal Schritt für Schritt durch und nehmen die Zuschauer auch mit. Sehr gerne. Was hast du hier stehen? Das ist der Speicher, richtig? Das ist der Speicher zusammen mit dem Wechselrichter. Das sind 16 Kilowatt Speicher zusammen mit einem 20 Kilowatt Wechselrichter drauf von der Firma SiG Energy. Und wie gesagt, du hast es gerade schon erwähnt, das Ding steht hier mittlerweile seit 2 Wochen. Zwei Wochen. Okay. Ja, oder 3 Wochen. 3 Wochen sind es mittlerweile. Ja. Und bisher kann ich sagen, ja, ich bin damit voll zufrieden. Gar keine Frage. Ein paar Sachen habe ich zum Wechselrichter. Du hast ja oben auf dem Dach eine recht große Anlage. Das sind wie viel Kilowatt Peak? 25 Kilowatt Peak. Ja. Aufs Dach hätte noch mehr gepasst. Ja, ich wollte gerade sagen, aber ein, so, da passt noch ein bisschen was drauf. Ja, da habe ich mich allerdings von meinem Ende-zu-Ende-Berater und Installateur, dem von KISS Energy, beraten lassen. Ja. Weil ich glaube, ich weiß ja gar nicht, ob es regional bedingt ist, aber hier in Bonn 25 Kilowatt Peak ist so das Maximum. Bis dahin kommt so ein Funksender aufs Dach oder muss ich einen Funksender installieren, der kostet erstmal nochmal extra. Und dann kann ja die Stadt Bonn hier auch, wenn sie denn möchte, die Energiezufuhr abknipsen. Und das war mir dann auch irgendwie alles zu komplex, kompliziert, da wollte ich lieber drauf verzichten. Und deswegen ist es bei den 25 Kilowatt Peak geblieben, was ja aber, wenn ich im Freundeskreis so mich umhöre, doch eine eher größere Anlage ist. Ja, das ist definitiv. So. Also ich selbst betreibe zum Beispiel eine 8,75 Kilowatt Peak Anlage, dann bist du beim Dreifachen. Also 25 Kilowatt Peak, da ist die Grenze, da kriegst du so einen Funk-Rundsteuerempfänger. Und den wolltest du nicht haben. Im Prinzip hättest du bis 30 Kilowatt Peak im Eigenheim gehen können, ohne da steuerlich jetzt Nachteile zu haben. Aber 25 Kilowatt Peak ist eine Menge, ne? Genau. Und was ich toll finde bei dem hier, der hat ja 4 Eingänge und 4 MPP-Tracker. Ja. Du hast jetzt eine Ost-West-Anlage. Genau. Und aufgeteilt dann auch in 4 Strings, nehme ich an, ne? Das ist aufgeteilt in 4 Strings. Du hast völlig recht. Ost-West-Ausrichtung. Ich habe hier vorne noch so einen Carport. Da hätte ich noch eine Südseite installieren können. Aber auch da wurde ich, glaube ich, gut beraten. Da habe ich es dabei belassen. Auch einfach, weil ich dann irgendwann an die Grenzen stoße. Und ich sehe jetzt auch, ich meine, heute ist es bewölkt. Wir sehen das gleich auch an der Anlage. Bisher, sage ich mal, gibt das Konzept dem Berater recht. Ja? Ja. Egal, wie die Sonne scheint, egal, wie die Bewölkung ist. Die Anlage produziert ihren Strom. Und bisher musste ich fast keine Energie mehr vom Netz beziehen, seitdem die Anlage in Betrieb ist. Und ja, wir haben ja Oktober. Ja. Von daher, glaube ich, ist die Ausrichtung, damit haben wir definitiv die richtige Entscheidung getroffen. Ja. Und würde ich jetzt auch wieder so machen. Wie ist denn euer Verbrauchsprofil? Seid ihr tagsüber unterwegs? Ich frage das deshalb, weil gerade Ost-West ist natürlich interessant, wenn man morgens da ist, abends da ist. Weil in der Mittagszeit, was will man mit dem Südstrom, sage ich jetzt mal, wenn man nicht da ist? Also deswegen frage ich einfach, wie ist euer Verbrauchsprofil so? Das stimmt. Im Grunde ist es so, dass unser Verbrauch, also wir haben mit Sicherheit abends den größten Verbrauch. Ich glaube, das ist in den meisten Familien so. Mhm. Das wird sich künftig ändern. Also vielleicht mal ein paar Rahmendaten. Ich verbrauche 2600 Kilowattstunden Strom, zwischen 2,6 und 2,8 im Jahr. Mhm. Dabei wird es aber nicht bleiben. Okay, ich wollte gerade sagen, weil dafür ist es jetzt ein bisschen viel, ne, und ist dann, glaube ich, dann auf die nächsten 20 Jahre nicht wirtschaftlich. Wenn ich aber mit dem Aspekt rechne, dass ich ein E-Auto ab Mittwoch in den Haushalt aufnehmen muss, also Also Mittwoch, wir sind dann am 30. Oktober. Wir reden von kommendem Mittwoch. Entsprechend kommt da noch ein ganz großer Verbraucher mit dazu. Mhm. Und ich will das Haus hier auch so ein Stück weit auf die kommenden Jahre zukunftssicher machen. Ja, auch vielleicht was zum Wert beitragen oder zur Wertsteigerung beitragen und würde dann auch irgendwann mal eine Wärmepumpe noch installieren. Im Moment läuft das hier noch, wie man da sieht, mit Gas. Ja. Und ich denke mal, wenn das E-Auto dazukommt und noch zusätzlich die Wärmepumpe als Verbraucher, dann lande ich dann schon irgendwo bei 7.000, 8.000 Kilowattstunden. Und dann macht so eine große Anlage auch Sinn. Also ist eher so ein Stück weit in die Zukunft geplant. Ja, macht ja auch Sinn. Also definitiv, aber wurdest du ganz gut beraten, würde ich sagen. Und das ist auch etwas, was ich in meinen Photovoltaikberatungen auch immer sage. Schau nicht nur im Hier und Jetzt, sondern halt wirklich auch in der Zukunft. Hast du gemacht, wenn Wärmepumpe und Elektroauto dazukommen, das sind Wahnsinnsverbraucher, dann brauche ich auch mehr Leistung auf dem Dach. Gerade mit der Wärmepumpe, 25 Kilowatt Peak, dann natürlich im Winter auch attraktiv, um da
natürlich nicht alles damit abzudecken, aber immerhin einen großen Teil auch noch. Kann ich noch keine Erfahrungswerte liefern, ja. Aber ich glaube, also bisher, wie gesagt, gibt die Ost-West-Ausrichtung recht. Ich glaube, ich komme ganz gut durch den Winter, wenn ich jetzt die Daten jetzt mir angucke. Das passt ganz gut. Ja, super. Du hast ja 16 Kilowattstunden Speicher installiert. Das sind halt zwei Module und ich weiß genau, gar nicht. Genau, hier unten die beiden, ne? Und hier oben ist der Wechselrichter drauf, soweit ich weiß. Genau, Wechselrichter, Batteriemanagement und Energiemanagement ist alles hier drin verbaut. Sicherheit ist immer so ein Riesenthema. Also einerseits hast du ja Lithium-Eisenphosphat-Zellen da drin. Hast du aber andere Gründe noch gehabt, warum du jetzt gesagt hast, das finde ich ganz attraktiv? Erstmal ist das ja ein recht neues System, ne? Also macht auch den Eindruck, ich finde, das ist alles sehr, sehr schick verbaut und das Ding sieht auch gut aus. Also ich hatte auch schon so ein bisschen optischen Hintergrund da. Ich habe mich da sehr, sehr stark auch von KISS Energy beraten lassen. Da wurde mir empfohlen, das ist eine State-of-the-Art-Lösung, das auf jeden Fall. Thema Brandsicherheit ist für mich natürlich auch wichtig. Da wurde mir empfohlen, dass dieses System da recht weit vorne ist mit den genannten Gründen von dir. Du sagtest es gerade schon, Thema Brandsicherheit. Hier sind so Brandlöschkapseln sozusagen mit drin. Also das wird brennbare Gase werden quasi verdrängt. Dann gibt es ein Überdrucksystem. Es gibt Trennungen zwischen den Zellen, dass Wärme nicht übertragen werden kann. Also falls mal was heiß werden sollte, werden Nachbarzellen nicht überhitzt und so weiter. Also da hat sich SICK Energy schon einiges ausgedacht. Insgesamt 5 Sicherheitsstufen quasi. Und das ist natürlich, was Thema Sicherheit angeht, neben den Lithium-Eisenphosphat-Zellen dann ganz gut. Also das berichtete mir dann der Kollege von KISS Energy auch. Und da habe ich einfach vertraut. Ne? So tief wie du jetzt drin bin ich in meinem eigenen System selbst noch nicht. Aber das ist gut zu hören. Und das war für mich auch definitiv ein Aspekt, warum ich mich dann für die Anlage entschieden habe. Was klasse ist, du kannst auch erweitern jederzeit. Weiß ich nicht, ob du das auch gehört hast, aber die Module sind ja unabhängig voneinander gesteuert. Ne? Da gibt es eine Geschichte zu. Wir haben nämlich diesen Kasten hier extra nochmal einen Zentimeter versetzt, damit hier auch quasi noch zwei, maximal 3 weitere Module draufkommen. Man weiß ja nie, was passiert. Ja. Entsprechend ist das Ding auch so, also nicht nur modular zukunftssicher, sondern auch hier so hingestellt, dass da auch noch einiges on top möglich ist. Ja, genau. Was ich immer ganz wichtig für euch auch finde, achtet darauf, dass die Batteriesysteme ja einerseits modular aufgebaut sind und auch erweiterbar in jeder Zeit sind. Und hier ist es so, dass SICK Energy das so konzipiert hat, dass jedes Modul für sich gesteuert wird und jederzeit nachgerüstet werden kann. Also du kannst auch in 7 Jahren noch sagen, ohne dass jetzt irgendeine Leistungsabschwächung da wäre. Ich baue noch ein Modul dazwischen. Das ist bei manchen Systemen so, dass du da so innerhalb von 2 Jahren das machen solltest, weil die in Reihe geschaltet sind. Hier ist jedes Modul einzeln für sich gesteuert und in seiner Leistung gesteuert. Das heißt, selbst wenn du nachkaufst und das bisherige Modul schon etwas in seiner Leistung, in seiner Kapazität abgesunken ist, zieht es nicht das neue Modul mit runter. Und das ist natürlich ganz cool. Aber genau die Fragen habe ich auch gestellt. War für mich definitiv eine Kaufentscheidung. Die Fragen waren, wie modular ist das ganze System? Was weiß ich denn, was ich in 5 Jahren von Strom verbrauche? Ja. Haben die Module dann noch die gleiche Größe, das gleiche Look and Feel? Das wurde mir soweit bestätigt. Ja. Wie gesagt, schick fand ich es auch. Von daher hat das bei meinen Überlegungen schon eine große Rolle gespielt. Weil ob ich dann in 5 oder 10 Jahren vielleicht das Dreifache an Speicher brauche, kann ich jetzt heute noch nicht beantworten. Du hast ja eine Wallbox draußen installiert. Das ist aber nicht von SICK Energy, sondern das ist eine Manicus. Das ist eine Manicus. Warum hast du die genommen? Ich habe mich da beraten lassen. Mhm. Weil ich brauche, wie gesagt, es ist ein Dienstwagen. Mhm. Da muss ich halt bestimmte Features haben, damit ich das einzeln abrechnen kann. Ich wollte eine voll integrierte Lösung haben. Und vom Preis-Leistungs-Verhältnis hat mir da die Lösung einfach am besten gestanden. Was jetzt genau das Feature ist, was diese Wallbox gegenüber der integrierten SICK Energy Lösung besser macht, da müssen wir jetzt den Kollegen sprechen. Ich bin mir relativ sicher, dass es der Zähler ist, weil du einen geeichten Zähler brauchst, um mit dem Arbeitgeber abrechnen zu können. Und das hat die Manicus. Das hat die Manicus. Das ist mit Sicherheit auch ein Grund dafür gewesen. Aber ich habe mich zu wenig mit den Charakteristika der SICK Energy Lösung befasst. Ja. Deswegen war für mich klar, wenn der Kollege das empfiehlt, den ich auch sehr gut kenne, dann vertraue ich da. Und wie gesagt, noch steht die Wallbox da, ohne in Nutzung gewesen zu sein. Aber das wird sich dann das nächste Woche ändern. Genau, sehr zeitnah. Ja, was ich toll finde bei SICK Energy, das wissen auch viele noch gar nicht so, aber die haben sich das ja so ausgedacht, dass man hier in diesen Speicher ein Modul rausnehmen kann, beziehungsweise noch on top packen kann. Und dann hat man hier eine Ladestation, eine bidirektionale Ladestation. Und das ist einmalig bisher am Markt. Dann wäre hier direkt das Kabel raus aus dem Speicher. DC-seitig würde ich dann gleich Strom ins Auto laden können. Oh. Hat aber halt auch keinen Geichenzähler. Aber trotzdem sehr interessantes Feature, weil das Auto dann. Und darf ich fragen, welches es wird? Es wird ein ID7. Ja, der kann es zum Beispiel, der ist schon ready für bidirektionales Laden. Und dann kann man den hier einbinden zukunftsmäßig noch. Also da hättest du jetzt auch die Möglichkeit noch zu sagen, ich nehme noch das DC-Lademodul in Zukunft vielleicht dazu. Und du bist abgesichert, oder ihr seid abgesichert. Das ganze Haus ist abgesichert. Ihr habt hier, habe ich gesehen, das Gateway hängen. Wir machen es mal auf. Gerne. Zeig einmal hier. Sieht schick aus.
Schick und aufgeräumt. Schick und aufgeräumt, genau wie der Rest der Verkabelung hier auch. Ja, hier könnte jetzt noch ein zweiter Wechselrichter angeschlossen werden. Ihr habt hier euer ganzes Haus drauf liegen, dreiphasig mit dem 20 kW Wechselrichter abgesichert. Mhm. Wenn die Sonne scheint, natürlich nur 20 kW, weil ansonsten hast du ja mit 16 Kilowattstunden 8 kW B- und Entladeleistung. Ja. Also eine C-Rate von 0,5. Das heißt, innerhalb einer Stunde kann die Hälfte der Kapazität B- und entladen werden. Als Leistung quasi. Hatten wir ja gerade. Und durch die Ost-West-Ausrichtung, glaube ich, kommt es selten dazu, dass das Ding hier an seine Grenzen kommt. Ja, und kommt, auch nachts 8 kW, denke ich mal, werdet ihr nachts nicht laufen haben. Oder? Nee. Also bisher hatten wir, glaube ich, noch überhaupt gar nicht 8 kW laufen. Ja. Ich weiß nicht, was ich in dem Haus alles einschalten muss, damit das überhaupt passiert. Ja, Backofen, Föhn oder so kann... Ja, vielleicht die Heizstrahler draußen im Wintergarten. Die fressen eine Menge Energie, aber auch nur im Einzelnen. Was mich interessieren würde, ich bin auch mal technisch sehr interessiert und möchte das gerne zeigen. Können wir das mal zeigen, wie das Haus gleich mal vom Netz getrennt wird? Ja, das können wir gerne machen. Ja, gar keine Frage. Dann nehmen wir da euch auf jeden Fall auch nochmal mit. André, was mich interessieren würde, bevor wir jetzt das Haus vom Netz nehmen mal, dynamische Stromtarife. Kannst du ja mit SiC Energy auch mit einbinden. Hast du dir ja schon Gedanken gemacht? Nutzt du es vielleicht sogar schon? Also ich nutze es derzeit nicht. Ja. Ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, inwiefern das für mich in Frage kommt. Ja. Bin aber da noch nicht zu einer finalen Lösung gekommen und auch noch nicht final beraten worden. Deswegen kann ich hier in dem Kontext dazu nichts sagen. Aber vielleicht kannst du mir da auf die Sprünge helfen. Gerne, ich spreche ja hier schließlich mit einem Experten. Ja, ich nutze auch selbst dynamische Stromtarife und es kann schon Spaß machen. Also du hast ja bestimmte Schwankungen an der Strombörse beim Preis. Mhm. Und man kann sagen, zur Mittagszeit und nachts, so gegen 3. Da sind gute Preissignale, um zum Beispiel den Speicher aus dem Netz zu beladen im Winter, wenn die PV-Anlage nicht genug bringen sollte. Da wird mit Wetterprognosen zusammen aber auch gearbeitet. Also das System würde erkennen, nächsten Tag kommt genug Leistung von der Photovoltaikanlage hier am Standort in Bonn und wir laden nicht aus dem Netz. Mhm. Aber sollte die Wettervoraussage so sein, dass es klar ist, okay, es kommt nichts von der PV-Anlage, weil zum Beispiel Schnee liegt, aber wir haben ordentlich Wind im Netz und der Strompreis ist niedrig, dann kann das System nachts günstig aufladen. Wo das besonders interessant ist, ist dann, wenn du dein Auto lädst. Weil wenn du das dann mit günstigen Preisen belädst... Und ich krieg von meinem Arbeitgeber den Tarif... Den ganz normalen Wert. Ja, damit hast du mich natürlich. Ne? Also ich finde gerade diese Spielereien ja durchaus interessant. Und seitdem ich diese App da nutze, wir gucken gleich noch drauf, macht schon Spaß. Ja. Ich weiß nicht, ob mich das irgendwie reich oder arm macht, ja, aber am Ende des Tages damit zu spielen und so ein bisschen auch die Wirkungsweise und so kennenzulernen, wäre das für mich definitiv ein Thema. Ja, ich höre schon raus, du bist auch schon so ein bisschen, du guckst wahrscheinlich rein, wenn die Sonne scheint. Seitdem ich das Ding habe, gucke ich natürlich dreimal am Tag, was die Anlage produziert hat. Ja, dann zeige ich dir das direkt mal. Oh, das ging jetzt schnell. Hier sind wir in der App. Das finde ich, ist sehr, sehr modern aufgebaut. Sieht schön aufgeräumt aus. Und das, wenn was ist denn der Startbildschirm? Ist das der Startbildschirm? Startbildschirm ist das hier oben. Da sieht man dieses Haus dargestellt und sieht halt sehr, sehr schön, was reinkommt an Energie. Ich glaube, da sind die meisten Systeme hier ähnlich und was rausgeht. Ne? Ja. Also wir sehen, wir haben jetzt Oktober abends um 16:30. Es kommen immer noch 0,6 Kilowattstunden an. Und ich brauche sogar gerade 0,6. Also ich bin even. Ja. Ne? Ende Oktober abends um 16:30. Das der Speicher hat 50,7%, ne? Also 8 Kilowattstunden gerade drin. Speichert 50% und ich gebe im Moment logischerweise nichts ans Stromnetz ab. Deswegen steht da den Null. Hier unten habe ich dann so die Daten auf einen Blick, die jetzt mal den typischen Hausbesitzer interessieren. Wie viel Solar habe ich heute schon erzeugt? Ne? Was ist die Batterieentladung? Was nutze ich für Heimnutzung? Wenn ich dann jetzt irgendwann mal auch Euros dahinter lege, was denn mein Tarif, habe ich bisher noch nicht gemacht. Ah, okay. So wie viel Cent ich einkaufe und dann auch einspeise. Mhm. Dann habe ich dann natürlich nochmal eine monetäre Sicht. Ich habe hier den Netzbezug und den Eigenverbrauch. So, und das kann ich natürlich dann neben der Tagessicht auch auf Woche, Monat, Jahr und Lebenszeit mehr anzeigen lassen, je nachdem, was ich gerne möchte. Und dann habe ich darunter noch sämtliche Statistiken, die natürlich für so Spielereien sehr, sehr geeignet sind. Ja. Was ist meine Produktion heute? Was ist der Konsum insgesamt? Ja, nochmal eine leicht andere Darstellung. Was habe ich verwendet? Was habe ich ins Netz rausgegeben? Was war der Eigenverbrauch? Das sind hier so die Kerndaten. Finde ich immer ganz interessant. Dann sehe ich halt hinten noch in den Statistiken, wann habe ich wie viel über den Tag produziert? Braucht wahrscheinlich auch. Und auch verbraucht. Wie hoch war der Konsum? Batterieladen? Leistung. Die Unterbrechung drin in der Datenaufzeichnung? Ja, weil wir hier gerade noch ein paar finale Installationsschritte gemacht haben. Ach, das wurde heute Mittag gemacht. Das wurde heute Mittag noch. Hier machen wir jetzt heute jetzt mit dir gemeinsam die finale Endinstallation. Okay. Und da waren wir hier nochmal kurz vom Netz. Deswegen seht ihr da einen kleinen Bruch, was ich ganz gut finde. Unten sieht man dann auch immer Vorteile für die Umwelt. Hat man noch einen schönen Umrechnungsfaktor. Wie viel Tonnen CO2-Emissionen habe ich eingespart? Wie viele Bäume? Wie viel Kohle oder gepflanzte Bäume als Äquivalent? Ja. Sieht man doch nochmal ganz schön. Ja. Ja, noch schön. Bin ich da nicht so weit.
logischerweise. Kannst du mal bitte einmal auf Geräte klicken? Na klar. Interessieren, wie da die Übersicht ist. Da siehst du einfach nochmal das Gerät. Genau, Wechselrichter, was passiert da gerade? Akkustand, genau, der beiden Batterien, wie wir gerade gesehen haben. Also was wir gerade hier live gesehen haben, sieht man hier nochmal in der App. Ja. Und oben, wie der Wechselrichter ausgelastet ist. Okay. Genau. Und da unten sehe ich dann nochmal. Weil ich hier gerade noch die Solarmodule nochmal sehe. Vielleicht magst du ganz kurz sagen, du hast vorhin schon gesagt, 25 Kilowatt Peak. Weißt du, welche Module ihr da genommen habt? Aiko mit 460 Watt. Ich habe mich da auch wieder beraten lassen. Das ist wohl im Moment auch so ein Stück weit State of the Art oder Nonplusultra. Das ist auf jeden Fall super Module, ja. Mir war es halt auch besonders wichtig, auch da wieder Look and Feel. Ne? Also ich wollte All Black haben, dass das auch auf dem Dach vernünftig geordnet aussieht, so ein Stück weit modern aussieht. Das ist definitiv gegeben, wenn man sich das Dach anguckt. Und da war mir natürlich auch entsprechend hier die Installation recht wichtig, dass das alles sauber und geordnet ist. Und da passen die Module sehr, sehr gut rein. Ich nutze das mal gerade ganz kurz, um zu sagen, Leute, wenn ihr euch ein Angebot einholen wollt, unterm Video könnt ihr da unverbindlich anfragen. Nutzt mein Netzwerk gerne. Da habe ich über 2 Jahre lang jetzt ein tolles Netzwerk aufgebaut, damit ihr davon profitieren könnt. Alle Links unterm Video. André, ich würde jetzt super gerne mit dir hier den Stromausfall mal simulieren und mal gucken, was hier passiert, ob wir überhaupt was sehen. Es soll ja sehr schnell umschalten, 0 Millisekunden. Mal gucken, ob es das hält, was es verspricht. Und mich würde natürlich interessieren, weil es auf der Intersolar, da habe ich schon mal über SICK Energy berichtet und da kamen ganz viele Kommentare. Was kostet das System? Und das will ich dich auf jeden Fall gleich auffragen, aber jetzt lass uns erstmal einen Stromausfall testen. Sehr gerne. Die 3 Schalter sind hier das, genau, sind die. Die Wahrheit dann, zack, es hat geklackt. Es hat kurz geklackt. Aber sonst ist hier gar nichts passiert, ne? Und ansonsten nichts passiert, weil da könnt ihr mir jetzt vertrauen, auch dieses Licht hier ist an den zentralen Zeller angebunden und entsprechend was hat jetzt das System übernommen. Ist, dass hier die Wechselstromseite anders leuchtet als vorher. Die war vorher grün und die Batterie leuchtet jetzt auch nicht mehr grün. Das heißt, hier kann man auf jeden Fall erkennen, dass ihr gerade im Ersatzstrom seid. Das ist korrekt. Zumindest da schnell erkenntlich. Kriegst du eine Push-Notification aufs Handy? Weißt du das? Ich kann mal gucken, aber so live kann ich sagen, habe ich jetzt keine Push-Notification bekommen. Okay. Kann sein, dass man das einstellen kann. Aber ansonsten freue ich mich, dass genau nichts passiert ist, wie schon erwartet und dass ich noch Licht und Strom habe. Das System hat umgestellt. Es hat kurz Puff gemacht. Das war letzten Mal auch so. Ja, das ist deshalb vielleicht einmal kurz als Erklärung. Das Haus muss ja im Notstrom oder im Ersatzstromfall komplett vom öffentlichen Netz getrennt sein. Du darfst jetzt in diesem Moment nicht mehr einspeisen. Mhm. Weil es könnte ja sein, dass der Stromausfall nicht von dir hier hervorgerufen ist, sondern weil draußen gerade gearbeitet wird. Mhm. Und wenn derjenige, der da draußen arbeitet am Netz, den Strom abkriegen würde, den du einspeist, wäre es natürlich lebensgefährlich. Mhm. Daher muss getrennt werden und das ist das, was wir hier gehört haben. Mhm. Das ist einmal der Schütz, der da umschaltet. Ja, lass uns mal die Sicherung wieder reinmachen. Mal gucken, wir was da passiert. Wir klacken die Sicherung wieder rein. Ja. Jetzt müsste sich hier eigentlich das Eagle Eye, so nennen sie das ja, hier auch wieder verändern. Dauert aber auch einen Moment, das Umschalten, das Erkennen sozusagen jetzt, dass der Netzstrom wieder da ist, dauert in der Regel auch ein paar Sekunden. Ja, der prüft jetzt in der Regel einmal alles durch, der Wechselrichter, ob die 50 Hertz aus dem öffentlichen Netz wieder da sind und alles in Ordnung ist. Und dann müsste er gleich eigentlich wieder umschalten. Da war es wieder. Und jetzt sehen wir hier wieder, Wechselstrom ist wieder da. Und die Batterie müsste, ach wobei, jetzt wird gerade nicht geladen, weil die PV-Anlage wahrscheinlich nicht mehr genug Leistung bringt. Das kann übrigens sein, dass das vorhin auch schon der Fall war, dass die Batterie nicht grün geleuchtet hat, weil sie nicht geladen wurde. Aber die Wechselstromseite, da haben wir es ganz deutlich gesehen, dass da zu erkennen war, dass das Haus vom Netz getrennt war. Jetzt haben wir den Ersatzstrom getestet, hat funktioniert, wir haben nichts gemerkt, aber es hat alles super umgeschaltet. Und jetzt würde mich natürlich und die Zuschauer auch interessieren, was kostet das System? Wir haben hier den 20 kW Wechselrichter, 16 Kilowattstunden Kapazität und das Gateway. Was hast du dafür bezahlt? Rein für die Komponenten? Genau, rein für die Komponenten, all in all, wie du gerade beschrieben hast, 10.000 Euro. Ja. Ohne Installationsleistung, das hängt natürlich auch immer von den Gegebenheiten des Hauses ab. Ja. Und daher 10.000 Euro für Speicher, Wechselrichter, Gateway habe ich für einen sehr, sehr guten, so fairen Preis empfunden, wenn man sich andere Angebote anguckt. Und deswegen bin ich sowohl was die Qualitäts- als auch die Leistungskomponente als auch das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht, bin ich sehr, sehr zufrieden mit der Anlage. Ja. Schön, dass wir hier drauf gucken konnten und das System vorstellen konnten. Das ist ja mal was, wovon viele andere dann profitieren, das mal zu sehen, in Action quasi auch. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und viel Freude weiterhin mit der Anlage. Wird bestimmt noch weiterhin Spaß machen. Nils, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Cool. Und Grüße ans Publikum.